Hallo, mein Name ist Sonja, ich arbeite als Hundepflegerin bei Tierschutz Austria und ich möchte euch heute einen Arbeitstag von uns zeigen. Also wir fangen um 8 Uhr in der Früh zu arbeiten an. Da ist der erste Ablauf einfach das Futter herrichten. Ja, wir füttern den Hunden Trockenfutter mit Dosen gemischt. Das heißt, wir weichen das Trockenfutter ein, geben dann Dosen dazu. Da ist halt immer super, weil wir leben ja von Spenden. Das heißt, die Hunde bekommen das Futter, was wir gespendet bekommen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn es ein bisschen hochwertigeres Futter ist, aber die Hunde fressen im Prinzip alles und freuen sich natürlich über jedes Futter. Das heißt, wir gehen einen Gang nach dem anderen durch. Dann wird gefüttert. Meistens machen wir das gemeinsam, weil es einfach schneller geht. Wir haben jetzt alle Hunde fertig gefüttert. Hunde sind alle ruhig, alle zufrieden. Und jetzt geht's ans Putzen. Wir nehmen immer die Gießkanne. Ich verwende Schmierseife zum Putzen für die Innenzwinger. Wenn ein Hund vermittelt worden ist, das Zwinger leer ist, dann machen es wir immer so, dass wir mit Terralin putzen. Das heißt, wir lassen das auch einwirken anständig. Das ist ein Desinfektionsmittel, dass der Zwinger wieder komplett gereinigt ist. Manche Hunde muss man raussperren beim Putzen, weil sie einfach zu gestresst sind, ja, oder weil sie auch schwieriger sind. Wir haben auch schwierigere Hunde bei uns, die das halt nicht so gern haben, wenn man da herumputzt mit dem Ding, mit dem Besen und so. Ja, putzen und sauber machen, das ist halt unsere Hauptaufgabe. Oft glauben Leute halt einfach, als Tierpfleger machen halt sehr viel mit den Tieren. Natürlich gehört das auch dazu und am Nachmittag haben wir dann mehr Zeit für die Tiere. Aber Vormittag, es ist halt wirklich viel putzen und das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist unser Deckenlager. Ja, da haben wir auch Spielsachen für die Hunde drinnen, einen eigenen Kasten, Matratzen, also alles bunt gemischt. Und da nehmen wir uns jetzt einfach für die Norma eine schöne große Kuscheldecke, damit sie weich liegen kann. Die Decken kriegen wir Gott sei Dank sehr viele gespendet. Ja, also ich freue mich auch immer, wenn wir wieder Decken gespendet kriegen, weil die Hunde halt, manche Hunde machen es kaputt. Oder wenn wir gerade Guardian-Hunde haben, so wie die zwei Welpen, schmeißen wir die Decken danach meistens weg. Ja, vor allem sind die meistens eh ganz zerrissen und eben nicht mehr sauber. Und ja, dann werden die Decken halt ausgetauscht und weggeschmissen und gegen neue ersetzt. Die Hunde freuen sich halt wahnsinnig natürlich, wenn sie weiche Decken haben zum Liegen. Wir haben Gott sei Dank hausintern eine eigene Ordination, die ist vormittags und nachmittags besetzt, wo wir mit Hunden oder auch mit allen Tieren vom Tierschutzhaus raufgehen, wenn die Tiere irgendwas haben. Das kann sein von einer kleinen Impfung bis hin zu Operationen, Röntgen etc. Ja, also das sind eigentlich alles dabei. Ja, wir haben jetzt da eben einen Termin mit Mo. Der Mo ist zu uns gekommen aus Kroatien, war frisch kastriert. Die Kastrationswunde war nicht so schön. Jetzt hat er Antibiotika gekriegt und jetzt haben wir Kontrolle mit ihm. Ja, es ist so, dass wir Pfleger ja sehen, also wir arbeiten ja den ganzen Tag mit den Hunden zusammen. Das heißt, uns fällt auf, wenn ein Hund jetzt da irgendwie hinkt, wenn er irgendwo einen Tippel kriegt, wenn er sich zum Beispiel sehr viel schleckt oder auch im Hintern herumrutscht, je nachdem, also es ist ganz unterschiedlich, oder oft den Kopf schüttelt. Und wenn uns halt irgendwas auffällt, dass ein Hund irgendwie irgendwas hat, dann kommen wir rauf in die Ordination, sagen den Tierärzten einfach, was wir beobachtet haben, und der Tierarzt schaut sich das dann genauer an. Dann wird der Hund durchgecheckt, wir haben hier oben in der Ordination, also wir können ein Blutbild machen und auswerten, wir haben ein Röntgengerät, ein Ultraschallgerät da, wo man halt wirklich, wirklich gut schauen kann. Ja, Zahnsanierungen, Kastrationen und sämtliche Operationen können wir auch hausintern machen. Jo, geht's, Vergi? Hallo! Die Bonnie könnte ich eventuell herzeigen. Ja, bring ich da. Bis gleich, Baba! So, wir haben ja immer ab 13.30 Uhr Hundevergabe von Mittwoch bis Sonntag. Und das war jetzt eben ein Anruf von der Hundevergabe. Das heißt, wir starten jetzt los und gehen die Bonnie vorstellen. So wie mit der Bonnie, das ist ein ganz normaler Vergabeprozess. Das heißt, wir haben von Mittwoch bis Sonntag von 13.30 Uhr bis 17 Uhr Hundevergabe. Wir haben eigene Vergabemitarbeiter. Da ist es so, Leute rufen an, machen sich Termine aus und die Hundevergabe schaut schon im Vorfeld,
wie leben die Leute, was suchen die Leute ungefähr, in welchem Alter, gibt es andere Tiere zu Hause, gibt es Kinder zu Hause, in welchem Alter sind die Kinder. Also damit wir einfach im Vorfeld schon schauen können, ob wir passende Hunde da haben. Die Herrschaften machen sich dann einfach Termine aus, kommen dann zu uns, haben oben in der Hundevergabe noch ein kurzes Gespräch, ja, und wir Pfleger übernehmen die Herrschaften dann. Und da kommt es halt dann drauf an, springt die Kimi über oder nicht. Ja, oft ist es so, dass man oft eine Türe aufmacht und die Leute schon komplett dahin schmelzen, ja, wie bei der Bonnie zum Beispiel. Andere Hunde, da muss man einfach öfters schauen oder mehrere Hunde anschauen. Aber im Prinzip findet jeder Topf seinen Deckel. Manchmal braucht es halt einfach ein bisschen. So viel Glück wie die Bonnie hat leider nicht jeder Hund. Wir haben sehr viele Langsitzer bei uns sitzen. Das sind Hunde, die ab einem Jahr und länger bei uns sitzen. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Medo. Und den würde ich euch jetzt gerne zeigen. Das ist der Medo. Der Medo ist einer unserer Langsitzer. Der Medo sitzt jetzt seit einem Jahr bei uns. Wir haben leider relativ viele Hunde, die schon sehr lange bei uns sitzen. Viele auch 5, 6, 7 Jahre. Das sind meistens Hunde, die einfach ein bisschen intensivere Betreuung brauchen. Manchmal sind es Angsthunde, manchmal sind es Hunde, die schlechte Dinge erlebt haben, die einfach länger brauchen, damit sie wieder Vertrauen zum Menschen fassen. Oder so wie beim Medo zum Beispiel, einfach extrem gestresste Hunde. Das schreckt halt viele Leute ab, ja, weil sie halt Angst haben, dass der Hund zu Hause auch so ist und nie zur Ruhe kommt. Wir haben ganz tolle Betreuungspaten bei uns. Ja, und das ist auch ein ganz tolles Projekt, gerade für diese Hunde. Sie kommen her, sie haben bei uns Trainerstunden, sie beschäftigen sich mit den Hunden, sie trainieren mit den Hunden, sie fahren auch oft weg mit den Hunden. Manche Paten haben die Möglichkeit, dass sie es einfach für ein paar Stunden einmal mit nach Hause nehmen, um zu schauen, wie der Hund zu Hause runterkommt. Und das sind alles so Dinge, die wir dann bei der Vergabe, wenn einmal Interessenten da sind, dazufügen können. Momentan haben wir 220 Hunde im Haus, wir haben 16 Pfleger und wie man sich vorstellen kann, ist das von der Rechnung her alleine schon, es geht sich einfach nicht auf. Mir wurde die Polka zugewiesen. Am besten gefällt mir, jedes Mal, wenn ich komme, merke ich, dass sie sich irrsinnig freut. Sie springt herum und kann es gar nicht erwarten, dass sie rauskommt mit mir und spazieren gehen kann. Und was auch schön ist, wenn ich merke, dass sie lernbereit ist, dass sie was Neues lernt. Und ja, das ist einfach toll. Mir gefällt es sehr gut. Für mich ist es eine tolle Ergänzung und ein wichtiger Teil in meinem Leben geworden, Zeit mit der Polka zu verbringen. Mein erster Patenhund ist die Dorka. Sie ist eine Mischlingshündin aus Rumänien. Als Tipps für Neuanfänger würde ich meinen, ist es am besten, erstmal keine Angst zu haben, alles locker zu sehen. Man kriegt immer Hilfe, wenn man sie braucht, von den Pflegerinnen und auch von den Tiertrainerinnen. Ich würde das jedem raten, weil es ist einfach so eine schöne Erfahrung. Und man merkt halt, wie viel man als Mensch eigentlich bewirken kann. Und wie viel man in dem Leben von anderen wirklich etwas verschönern kann und verbessern kann. Unsere Nachmittagsgestaltung schaut so aus, wir machen Social Walks, das heißt, wir treffen sich mit anderen Pflegern auch aus anderen Stallungen und gehen gemeinsam mit den Hunden spazieren. Einfach, dass die Hunde ein bisschen Sozialkontakt haben und auch ein bisschen ganz rauskommen. Und was wir auch noch machen, sind unsere Hundespielgruppen, so wie diese hier jetzt. Da ist auch ein ehemaliges Notfällchen von Tierschutz Austria dabei, die Nadika. Wenn wir zum Beispiel Tiere bekommen, ist egal ist von wo, Tiere bekommen, die einen sehr hohen medizinischen Aufwand sind. Das heißt jetzt Kosten oder auch von Medikamente her, Operationen her, ja, das ist ganz breit das Ganze. Manche Hunde muss man ein Bein amputieren zum Beispiel oder brauchen irgendwelche schweren Operationen, Physiotherapien und das sind unsere Notfällchen. Und dafür ist halt wirklich wichtig, dass wir Spenden bekommen, dass wir diesen Tieren einfach wirklich helfen können und den Tieren das geben können, was sie brauchen. Wir haben das letzte Mal vor 2, 3 Wochen einen Angsthund vermittelt in Samu. Der war bei uns sehr schwierig zum Trainieren. Er war sehr ängstlich. Wir haben den Hund dann einfach vermittelt, ja, an eine Dame, die Haus mit Garten hat, die zu Hause ist, die viel Zeit hat, Geduld hat. Und die Dame hat uns jetzt Videos geschickt, wie toll sich der Hund zu Hause entwickelt hat. Er geht jetzt mittlerweile mit Brustgeschirr, er traut sich auch schon an der Leine gehen. Ja. Und das sind so Sachen, wo der Beruf wirklich Spaß macht und wo man weiß, aus dem Grund macht man es.